Ein bitterkalter Dezemberabend in Berlin. An ihn ran komme ich wieder nicht, obwohl ich es schon seit Monaten versuche. Carsten Maschmeyer, der hier und heute einen neuen Rekord seiner Wohltätigkeit aufstellen will. Ich mag den Mann. Er hat gesagt, egal was heute reinkommt, ich lege 10% drauf. Egal ob großes Herz, weiches Herz oder goldenes Herz, wir müssen das Herz öffnen. 1,4 Millionen Euro rückt Carsten Maschmeyer diesmal für die Aktion Ein Herz für Kinder raus. Aber da sind dann auch die Vorwürfe. Der Gründer des Finanzdienstleisters AWD und Lebensgefährte von Veronika Ferres habe tausende kleiner Anleger ins Unglück gestürzt. Wenn Sie duftende Rosen haben wollen, müssen Sie im Herbst stinkende Jauche draufkippen. Und das Komische ist, je stärker das stinkt, umso schöner duftet das hinterher. Das ist meine Altersversorgung. Die ist futsch. Wir sind ja nicht die Einzigen. Da sind tausende von Anlegern hereingelegt worden. Carsten Maschmeyer, Schurke oder Edelmann? Aus den Beziehungen ist eine Freundschaft geworden. Diese Nähe der Politiker zu Carsten Maschmeyer als AWD ist natürlich Sprengstoff. Guten Tag, Herr Dr. Maschmeyer. Wir bemühen Sie mich jetzt bei der Vorbereitung nicht füllen. Die AWD-Zentrale in Hannover. 1988 wurde der AWD von Maschmeyer gegründet. Bis zum Verkauf 2007 an einen Schweizer Versicherungsgiganten gab es immer wieder massive Kritik. Die vielen tausend AWD-Berater würden, um ihrer Provision willen, ahnungslosen Kunden auch Schrottimmobilien und höchst riskante Finanzprodukte aufschwatzen. Im Stadion des Bundesligisten Hannover 96 ist heute von der umstrittenen Vergangenheit des AWD nichts zu spüren. Selbstbewusst trumpft der AWD als seriöser Sponsor auf. AWD, Volltreffer für Ihre Finanzen. Ihr persönlicher Finanzoptimierer. Mehr Siege, mehr Tore, mehr Netto. Aber was in den Jahren davor passiert war, das belastet die Rentnerin Gisela Bayer aus der AWD-Stadt Hannover heute schwer. Das Geld aus ihrer Lebensversicherung vertraute sie einem AWD-Berater an. Sie erzählt mir, der Berater habe sie zu sogenannten geschlossenen Fonds überredet, extrem riskant und Gift für jeden Kleinanleger. Gisela Bayer hat mindestens 60.000 Euro verloren. Er hat immer, bei allen drei Investitionen hat er mir gesagt, es sei eine bombensichere Anlage. Er sagte mir, ja, ich bekomme das Geld auf jeden Fall zurück. Ich hatte volles Vertrauen zu diesem Mann und ich habe gedacht, eine ältere Dame zieht er nicht über den Tisch. Hatte sie über irgendwelche Risiken auch? Hat er gesagt, nein, da und da sind doch... Es war ja alles bombensicher. Es war bombensicher und das habe ich immer noch im Ohr. Und da gibt es ja einen Namen für das System AWD, Maschmeyer, Carsten Maschmeyer. Hier in Hannover wird er ja sehr bejubelt, nicht? Und ist hoch angesehen. Ich weiß nicht, ob Leute sich auch Gedanken darüber machen, wie er dieses Vermögen, was er hat, ja, sich angesammelt hat. Am Steuer dieses Autos ein Opfer, dem es noch viel schlimmer erging. Die Angestellte Tanja Quast aus Lübeck. Sie und ihr Vater hatten sich vom örtlichen AWD-Berater in den 90er Jahren hochspekulative geschlossene Fonds und Immobilien andrehen lassen. Alles zu 100% kreditfinanziert. Heute kaum noch was wert.
zigtausend Euro verloren. Und die Schulden drücken. Wie konnten Sie sich auf solche Investments einlassen? Ich meine, geschlossener Fonds. Wir wussten doch gar nicht, was das ist. Da hat er gar kein Wort mehr verloren. Da hatten wir überhaupt keine Ahnung. Er hat uns das ja so schmackhaft gemacht. Er hat so eine Aufzeichnung gemacht. Wenn ihr so Kredit aufnehmt, kriegt ihr so und so viel Steuern, Ermäßigung und kriegt noch Steuern wieder. Das haben wir auch gekriegt. Aber vom geschlossenen Fonds, das haben wir ja erst rausgekriegt, wie das hier nachher in die Hose ging mit dem ABD. Wie viel zahlen Sie so pro Monat, stottern Sie ab? 500, 700 und die Wohnung 1100. 1100 zahlen Sie pro Monat? Nur an Schulden. Für dieses AWD. Für diesen AWD. 1100 Sie. Wie viel zahlen Sie am Monat? 600. 600. Der Gründer von AWD, den kennen Sie sicher, Carsten Maschmeyer. Ja. Sehen Sie den Maschmeyer in der Mitverantwortung? Ja, 100%ig. Am liebsten würde ich dieser Veronika Ferres einen Brief schreiben und ihr mitteilen, was der mit uns gemacht hat. Weil wir sind ja nicht die Einzigen. Nicht die Einzigen und nicht nur in Deutschland. Auch in Österreich gibt es tausende AWD-Opfer. Hier lautet der Vorwurf: Falschberatung bei Aktiengeschäften. Sammelklagen gegen den AWD. Es geht um zig oder hunderte Millionen. Das heißt, meine Alterssicherung ist weg. Ich bin Pensionistin, ich bin 66 und ich muss wieder Geld dazu verdienen. Das ist halt alles weg. Also das ist das Geld, wofür ich 41 Jahre gearbeitet habe. Für Österreich weist der AWD den Vorwurf der Falschberatung zurück. Zu den von uns besuchten Opfern in Deutschland meint er, die Kunden seien richtig beraten worden. Zudem sei das alles lange her. Maschmeyer selbst spottete in einem Zeitungsinterview, das seien außerdem nur Einzelfälle. Besuch bei der Stiftung Warentest in Berlin. Hier sitzt eine Frau, die Carsten Maschmeyer mit seinen Anwälten mundtot machen wollte, aber es ist ihnen nie gelungen. Ariane Lauenburg, Redakteurin der Zeitschrift Finanztest. Bis 2006 hat die Stiftung Warentest dezidiert vor AWD-Produkten gewarnt. Heute vermittelt der AWD nach eigenen Angaben so gut wie keine geschlossenen Fonds mehr. Frau Lauenburg, seit wann beobachten Sie den AWD und bewerten dessen Produkte? Seit etwa Mitte der 90er Jahre, da haben wir immer wieder Beschwerden von Anlegern bekommen, die vom AWD irgendwelche Produkte aufgedrückt bekommen haben und dann darunter gelitten haben. Und seitdem haben wir uns dann immer öfter mit dem AWD beschäftigt und auch beschäftigen müssen. Man hört ja immer das Stichwort geschlossene Fonds. Das war eines der Lieblingsprodukte des AWD, muss man wirklich sagen. Mit den Bemerkungen, das sei ganz sicher und das sei für die Altersvorsorge eine wunderbare Sache. Manche von diesen Anlegern haben diese Anlagen auch noch auf Kredit finanziert, was dann komplett zum finanziellen Desaster geführt hat. Also das war eine richtig böse Geschichte und da sind Tausende von Anlegern hereingelegt worden. Die Fehlberatung durch den AWD hatte das System. Naja, man muss sich das so vorstellen, ein Berater, der ausschließlich von Provisionen lebt und davon auch vielleicht seine Familie ernähren muss, der wird natürlich lieber Produkte vermitteln, für die er eine hohe Provision bekommt. Und das gilt zum Beispiel für geschlossene Fonds und für alles, was besonders riskant ist, als Produkte, für die er nur eine ganz kleine Provision bekommt. Und das hat natürlich automatisch zur Folge, dass Kunden häufig Produkte vermittelt bekommen haben, die gar nicht zu ihnen gepasst haben oder die für sie absolut ungeeignet waren. Insofern hatte das natürlich System. Der AWD ist ja eng mit dem Namen Carsten Maschmeyer verbunden. Das ist ja der Gründer. Können Sie verstehen, dass dieser Maschmeyer heute als geradezu ein Held der Finanzwelt gefeiert wird und ein Freund ist von Spitzenpolitikern? Ich verstehe das eigentlich nicht und ich kann Ihnen versichern, bei uns wird er nicht als Held der Finanzbranche gefeiert. Welche Auswirkungen hat die Nähe der Politiker zu Carsten Maschmeyer? Ich glaube, dass das für Anleger sehr negative Auswirkungen hat, weil die natürlich automatisch glauben, wenn ein Herr Maschmeyer mit einem Herrn Wulff auf einem Foto erscheint oder mit Herrn Schröder, dass ein solcher Mann seriös sein muss und damit auch seine Firma und dass sie da gar nichts falsch machen können, wenn sie dort Geldanlageprodukte abschließen. Das heißt, die
Politiker leisten, ob willentlich oder nicht willentlich, einen Beitrag dazu, dass Anlieger leicht über den Tisch gezogen werden können. Das muss man wohl so sehen, ja. Maschmeyer und Gerhard Schröder, diese Freundschaft fiel besonders auf. Denn der Finanztykon hatte dem damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen eine sehr teure Wahlkampfaktion bezahlt. Schröder siegte so überzeugend, dass seine SPD ihn direkt zum Kanzlerkandidaten ausrief. Rivale Oskar Lafontaine war aus dem Rennen, Maschmeyer später, genau das habe er gewollt. Die Bild-Zeitung feierte ihn früh, sein Schneeballsystem, AWD-Vertreter, ködern neue AWD-Vertreter und alle geben nach oben ab. Entweder sie verdienen ihr Geld mühsam allein oder sie lassen andere für sich arbeiten. Und schmutzig darf es dann ruhig auch mal zugehen. Wenn Sie duftende Rosen haben wollen, müssen Sie im Herbst stinkende Jauche draufkippen. Und das Komische ist, je stärker das stinkt, umso schöner duftet das hinterher. Weil es so vielen stinkt und dafür bei Carsten Maschmeyer vielleicht besonders schön duftet, wollten wir ihn befragen. Ein direkter Versuch dort, wo er sein Büro hat, in der nobelsten Gegend Hannovers. Denn schriftliche Interviewwünsche waren immer abgelehnt worden. Hier. Ja, bitte? Lüttgert, Norddeutscher Rundfunk, guten Tag. Tag. Wir wollten fragen, ist Herr Maschmeyer im Haus? Nicht, dass ich wüsste. Ja, kann man das in Erfahrung bringen? Denn wir wollten einfach doch noch mal ihn fragen, ob es sich doch die Möglichkeit gibt, uns ein Interview zu geben. Herr Maschmeyer ist nicht im Haus und kann auch zu den Thematiken nichts sagen. Warum? Ich meine, es geht um AWD von früher und um die Opfer von AWD. Entschuldigung. Gut. Da werden Hunderte oder Tausende vielleicht Menschen ins Unglück gestürzt. Und dann sagt mir seine Mitarbeiterin, Herr Maschmeyer gibt keinen Kommentar mehr ab. Er kann zu der Sache nichts sagen. Als hätte er nicht AWD gegründet. Das ist ein Zynismus. Und womit ist er denn berühmt geworden? Womit ist er denn reich geworden? Mit AWD? Weil ich Maschmeyer selbst nie bekommen kann, fahre ich zu einem, der vor vielen Jahren mit ihm in einem Büro gesessen hatte, Burkhard Wagner, Finanzmanager bei Celle. Er konnte Carsten Maschmeyer genau beobachten. Der, sagt er, war immer berechnend, immer auf der Höhe des Zeitgeists, immer der Gewinner. Er hatte seine Mini-Please, er hatte seine Goldkettchen, er hatte seinen 500 SEC Mercedes König Special Umbau. Und ich glaube einfach, dass da schon eine sehr, sehr klare Strategie auch hinterstand, dass er darüber natürlich wusste, ich kriege eben ganz viele Leute damit. Also es gab mal eine Veranstaltung, da kam dann Carsten Maschmeyer mit dem Elefanten reingeritten. So, das war dann auch irgendwas Besonderes. Warum war er so erfolgreich? Ich habe das noch nie bei einem Menschen erlebt, der immer zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen hat. So, und wenn Maschmeyer eben bestimmte Entscheidungen getroffen hat, dann kam da Geld raus. Er war immer kontrolliert. Er hat nie getrunken wie die anderen. Er war immer nüchtern. Er hat die anderen zum Trinken veranlasst. Er hat die Informationen daraus gekriegt. Aber er selber war unendlich kontrolliert. Wie begeistert er sowohl den einfachen Anleger, aber eben auch die Prominenz? Er überrascht immer. Er bringt immer Dinge, die selbst ein Gerhard Schröder überraschen. Die Partys bei Carsten Maschmeyer. Da erlebst du was, das wirst du in deinem ganzen Leben nirgends sonst erleben. Es ist also nicht dann die Party, wo draußen Lufthansa Catering Service ein Buffet aufgebaut hat. Das wird es da nicht geben. Das ist für ärmere Leute. Aber trotzdem nochmal, dass er die Prominenz so, und zwar parteiübergreifend ja auch, ja, ne? Schröder, ja, Wulff, dass er sie alle so fasziniert. Der hat Netzwerkverbindung aufbauen, hat er gelernt, von der Pike auf. Und heute nutzen das alle. Und heute profitieren auch alle davon. An dieser Stelle ein Hinweis an unsere Zuschauer. Der Anwalt von Carsten Maschmeyer legt Wert auf die Feststellung,
Sein Mandant verfolge mit seinen Kontakten keinerlei wirtschaftliche Interessen. Sie seien rein privater Natur. So mietete sich Privatfreund Bundespräsident Wulff in diese Maschmeyer-Villa auf Mallorca ein für den Urlaub im vorigen Juli. Déjà-vu in Hildesheim. Hier strömten die Freunde zusammen, als der Großmäzen Carsten Maschmeyer seinen Ehrendoktor bekam. Unter Polizeischutz ein entrücktes Paralleluniversum. Wie würden Sie Herrn Maschmeyer so als Menschen beschreiben? Carsten Maschmeyer ist jemand, der sich für andere Menschen in besonderer Weise interessiert, und zwar ganz unterschiedliche. Wir sehen es ja gleich, wer alles da ist, aus Musik, Kultur, Sport, Politik. Und sind Sie ihm auch freundschaftlich verbunden? Ja, aus den Beziehungen ist eine Freundschaft geworden. Freundschaften und Bussi-Bussi in der norddeutschen Tiefebene. Auch in Hildesheim die aus den Illustrierten einschlägig bekannte Maschi-Clique. Herr Schröder, Sie und Herr Maschmeyer sind ja gute Freunde. Unter Kanzler Gerhard Schröder die Privatisierung der Altersvorsorge. Vom Staat auch noch großzügig gefördert. Für Anbieter wie den AWD ein ganz neuer Milliardenmarkt. Erfinder dieser neuen Renten, Arbeitsminister Walter Riester und der Regierungsberater Bert Rürup. Mit der neuen Riester- und der Rürup-Rente können die AWD-Berater gleich noch besser auch ihre anderen Produkte mitverkaufen. Ein Türöffner-Effekt. Maschmeyer selbst nennt die neue Altersvorsorge eine riesige Ölquelle und Riester bohrt mit, lächelt auf AWD-Fotos mit AWD-Beratern. Ich bin auf dem Weg zu einem ehemaligen AWD-Berater. Der erzählt mir ganz offen, wie hilfreich der Rentenerfinder Walter Riester für das Maschmeyer-Unternehmen war. Der Herr Riester hat ja für den AWD eine Roadshow gemacht, also ist aufgetreten für den AWD. Das heißt, was wir uns angehört haben, wurde an vielen anderen Standorten auch gemacht. In Norddeutschland, in Süddeutschland, im Westen, im Osten. Das heißt, dass der AWD den kompletten Vertrieb damit beschallt hat. Wenn der Kunde dann noch unentschlossen ist, wenn er noch eine Hilfestellung benötigt, dann kann man immer in seine Beratungsmappe ein solches Foto mit einpflegen. Und dann sagt man, ach, nur als kleine Randinformation, ich hatte ein persönliches Seminar mit dem Herrn Riester. Ich konnte mit dem danach auch noch sprechen. Gucken Sie mal, hier das Foto. Und dann hatte man seine Kompetenz ja bewiesen. Walter Riester auf Tour, für viele, hier für die Volksbank. Allein für 2008 weist das Bundestagshandbuch über 20 Riester-Auftritte für jeweils mindestens 7.000 Euro aus. Darunter natürlich auch für den AWD. Carsten Maschmeyer hat ja mit dem AWD unzählige Kunden, Kleinanleger in den Ruin getrieben. Unzählige. Und für so jemanden geben Sie Ihren Namen. Warum? Entschuldigung. Sprechen wir jetzt über AWD oder sprechen wir über Altersvorsorge? Über mich, mit mir sprechen Sie über Altersvorsorge. Sie haben Ihrem Namen diesem Rentensystem gegeben. Und jetzt als Privatmann bereichern Sie sich. Entschuldigung, wer sagt Ihnen denn, dass ich mich bereichere? Machen Sie die ganzen Vorträge unentgeltlich? Haben Sie vom AWD kein Geld bekommen? Ich mache viele Vorträge unentgeltlich. Ich mache sie für den AWD auch? Schauen Sie, eine Frage wollten Sie mir stellen. Jetzt kommen Sie die ganze Zeit, Sie wollen mit mir eine Diskussion über AWD. Ich mache mit Ihnen keine Diskussion über AWD. Sondern ich diskutiere hier und berichte den Menschen über die Riester-Rente. Naja, Sie haben ja beim AWD auch Vorträge gehalten zum Beispiel und geben den Mitarbeitern dann Urkunden mit denen Sie dann Werbung machen konnten. Ich will gar nicht über die Riester-Rente urteilen, aber die verkaufen ja auch mit Ihnen als Werbefigur schlechte Produkte. Warum lassen Sie das mit sich machen? Stopp. Ich bin noch nie für ein Produkt oder für einen Anbieter werbend aufgetreten. Werden Sie auch zukünftig nicht erleben. So sieht es also aus, wenn Walter Riester keine Werbung macht.
Albrecht Müller, Experte für Lobbyismus und politische Korruption, Diplom-Volkswirt und ehemals Planungschef im Kanzleramt. Er ist von seinem Parteifreund Riester entsetzt. Müller schrieb sogar mal vom Judaslohn, den Riester jetzt kassiere. Wir haben Riester auf seine Auftritte bei AWD-Veranstaltungen angesprochen. Da war er mal ganz empört und hat gesagt, das sei keinesfalls Werbung, sondern Information. Das ist schon komisch. Wenn das nicht Werbung ist, dann weiß ich nicht, wie man werben sollte. Denn er tritt ja mit Vertretern auf und AWD ist im Hintergrund sichtbar. Und er müsste sich ja mal anschauen, die Anzeige in Super Illo, wo er zusammen mit Maschmeyer und Rürup auftritt und wo Rürup und Riester sich die Hand geben und Maschmeyer geradezu segnend seine Hand dann da drauf legt. Und alles drumherum ist reine Werbung für die Produkte Riester-Rente und Rürup-Rente. Ganz klar, der unterstützt den Vertrieb von AWD. Hat das dann auch, dass der Riester da dann in Erscheinung tritt, noch zusätzliche Effekte? Es ist doch so, dass wenn ein Finanzdienstleister mit einem Menschen über die Riester-Rente in ein Geschäft kommt, einen Vertrag abschließt, dass dann der Finanzdienstleister bei dieser Gelegenheit auch andere Produkte, Sachversicherungen und dergleichen verkaufen kann. Er ist eine Art von Türöffner für die Finanzdienstleister, auch für andere Produkte. Und Rürup? Zahlt es sich für Maschmeyer aus, dass er sich mit Rürup zusammengetan hat? Mit Sicherheit zahlt sich das aus. Rürup hat immer noch ein Image des Wissenschaftlers. Und ein Mann mit einem solchen Image des Wissenschaftlers ist für einen Mann wie Maschmeyer, der eigentlich ein schlechtes Image haben müsste, wunderbar. Das ist doch fantastisch. Dann kann man dieser Aktiengesellschaft ein ganz anderes, objektives Image verpassen. Das ist der Grund. Professor Bert Rürup, der andere Rentenerfinder. Mit ihm kooperiert Maschmeyer in einer eigens gegründeten Maschmeyer Rürup AG, ein Beratungsunternehmen auch für die Einführung neuer Versicherungen. Mir wird ja auch so ein Argument gegenübergebracht. Es wird ja gesagt, okay, jetzt vergoldet er das, wofür er also geworben hat. Und das halte ich, so ein Vorwurf können Sie nicht entkräften, aber der kann eigentlich im Kern nur aus einem kranken Hirn entstehen. Wieso eigentlich? Jedenfalls taucht der Professor Rürup von der Maschmeyer Rürup AG an der Seite der Bundesfamilienministerin auf. Ganz selbstverständlich. Als die das Konzept für eine weitere neue Pflegeversicherung vorstellt. Diese neue Versicherung kann den privaten Versicherungen zusätzlich an die 50.000 Kunden pro Jahr bringen. Ich sehe keine Interessenkollisionen. Es ist ganz üblich, dass man sich externen Sachverstand hinzubezieht. Wir haben uns lediglich bei einzelnen Konzeptionen haben wir uns auf externen Sachverstand berufen. Glauben Sie denn, dieser externe Sachverstand von Herrn Rürup und Herrn Maschmeyer, das sind neutrale Sachverständige? Wir haben mit Leuten zusammengearbeitet, die anerkannte Fachleute auf diesem Gebiet sind. Und das ist üblich, das machen alle Ministerien so, wenn es um die Konzeption von Gesetzesvorhaben geht. Aber Herr Maschmeyer ist doch immer noch quasi stark verbunden, ne? Der verdient ja noch Geld mit Versicherungen auch. Nein, ja? Was für ein Abgang. Und Professor Bert Rürup von der Maschmeyer Rürup AG beteuert, er habe rein sachlich beraten. Wenn ein Experte wie Rürup das Familienministerium bei der Einführung einer neuen Pflegeversicherung berät, was ist dagegen einzuwenden? Ja, für unsere Gesellschaft hat es die Auswirkung, dass nicht mehr sachlich entschieden wird, was für diese Gesellschaft und die Menschen, die hier leben, richtig ist. Würden Sie denn sagen, dass Maschmeyer, der ja nun heute nicht mehr der Chef von AWD ist, heute noch davon den Nutzen hat? Ja, er ist ja doch Miteigentümer des Eigentümers von AWD und insofern profitiert er immer noch. Muss man es ja geradezu als genial bezeichnen, was Maschmeyer mit Riester und Rürup da gelungen ist. So ist es. Maschmeyer scheint mir der Prototyp zu sein dafür, wie man heute arbeiten kann, wenn man viel verdienen will. Wenn solche Mechanismen so funktionieren, das heißt, dass am Ende ja der Staat geradezu der Versicherungswirtschaft gefällig wird, wie muss man so einen Prozess nennen, so eine
Abhängigkeitsverhältnis? Also ich nenne das politische Korruption, zwar nicht im strafrechtlichen Sinne, aber es ist eindeutig so, dass hier politische Entscheidungen gefällt werden, die dann privaten Interessen direkt zugutekommen. Viel habe ich über Carsten Maschmeyer erfahren, zum Teil Schlimmes. Und je mehr ich erfuhr, umso mehr Fragen hatte ich an ihn. Aber immer verweigerte er sich. In Frankfurt bei einem Finanzkongress soll Maschmeyer auftreten. Mein letzter Versuch. Guten Tag, Herr Dr. Maschmeyer. Lüttgert, NDR. Ja, ich habe jetzt eine Vorwahl. Ich darf Sie bitten, er muss gerade reden. Wann könnten wir ein Interview mal miteinander führen? Stellen Sie doch bitte eine schriftliche Anfrage. Das haben wir die ganze Zeit getan. Wir haben diverse Absagen bekommen. Deshalb sind wir extra hierher gekommen. Ist es nicht möglich, dass wir... Momentan bitte nicht. Dankeschön für Ihre Können wir es danach machen? Das würden wir Ihnen noch nicht sagen, ob er danach noch weiter mit den Sprechern hier in den Hintergrund gebeten wird. Dann würden wir warten. Gibt es eine generelle Bereitschaft, Herr Dr. Maschmeyer? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, nee. Doch. Also, wissen Sie, wir würden ihn gerne fragen zu seinem Verhältnis zur Politik, weil er ja da nun bekannt dafür ist, dass er, wie kaum ein Finanzminister, ein gutes Verhältnis zur Politik hat, zu allen Parteien. Welche Erklärung er dafür hat. Natürlich würden wir auch über die umstrittene Rolle des AWD in den 90er Jahren reden. Warum können wir nicht darüber mal mit Ihnen reden? Also wir würden Sie mich jetzt bei der Vorbereitung nicht füllen. Bitte, hören Sie. Bitte haben Sie verstanden. Nein, habe ich nicht. Die Veranstaltung lief. Da rief Maschmeyer seinen Assistenten zu sich aufs Podium. Ich solle meine Fragen schriftlich einreichen, dann bekäme ich das Interview. Die Fragen habe ich geschickt, Fragen auch zu seinen Opfern. Das Interview habe ich trotzdem nicht bekommen. Ich fände es auch besser, wenn Herr Maschmeyer sich damit beschäftigen würde, die vielen AWD-Opfer zu entschädigen und nicht permanent zu versuchen, sich sozusagen aus der Sache herauszuhalten und herauszureden. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Für Carsten Maschmeyer scheint die Geschichte vorbei. Er hat mit dem AWD hunderte Millionen Euro gemacht.